OP-Techniken in Bezug auf Sodbrennen. Herzlich willkommen im Refluxzentrum Ruhrgebiet. Heute an meiner Seite Dr. Kühne, mein guter Freund und Partner. Ja, hallo. Hallo Pravin. Ja, Christian, wir machen das ja jetzt seit vielen Jahren zusammen. Was hältst du eigentlich von diesen ganzen verschiedenen Techniken? Da gibt es ja verschiedenste Sorten mit den tollsten Namen. Das ist wohl in der Tat so. Wir werden auch immer wieder von unseren Patienten gefragt, welche Manschette 360 Grad, 270 Grad, also die sogenannte Anti-Reflux-Barriere-Manschette, die wir bilden können, operativ, linksrum, rechtsrum. Das ist manchmal schwierig, das Thema vernünftig zu beantworten. Was heißt schwierig? Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass das gar nicht abhängig ist von der Manschette, sondern dass eigentlich etwas ganz anderes über den Erfolg oder Nichterfolg einer Operation entscheidet. Pravin, erklär mal kurz, was das wohl ist. Also letztendlich geht es ja darum, dass die Übergangszone zwischen Speiseröhre und Magen, die liegt normalerweise im Bauch, sollte, das ist Gott gegeben. Und nach einer Weile rutscht die nach oben. Und die Technik der OP dient dazu, diese Übergangszone mindestens 2 Zentimeter wieder in den Bauch zurückzuziehen und dort zu behalten. Das Geheimnis ist, die Speiseröhre braucht eine gewisse Längsstreckung. Man muss die Speiseröhre sich grob vorstellen wie eine Spiralfeder. Wenn eine Spiralfeder entspannt ist, dann hat sie einen größeren Durchmesser. Wenn man eine Spiralfeder auf Länge zieht, dann wird der Durchmesser enger, weniger. Das heißt, dieses Spiralfederprinzip ist eine Art des Verschlussmechanismus. Und wenn die Speiseröhre eine Verkürzung erfährt, dann kann das Refluxventil nicht mehr richtig funktionieren. Deswegen braucht die Speiseröhre eine gewisse Länge. Das ist das, was wir bei den Operationen allesamt gemeinsam machen, egal ob wir Manschetten machen, keine Manschetten machen, wir bringen die Speiseröhre erst einmal wieder auf Länge. Sie hat sich verkürzt, sie ist in Richtung Brustkorb, hat sie sich verschoben, hatten wir auch schon mal ein Video drüber gemacht, hatten das detailliert erklärt, aufgezeichnet. Wir können euch da auch nochmal zu verlinken. Schaut es euch nochmal an, wenn ihr das nicht mehr in Erinnerung habt. Aber das ist, denke ich, der Schlüssel zum Erfolg. Das ist schon vor über 30 Jahren in wissenschaftlichen Abhandlungen niedergeschrieben worden, dass die Längengewinnung der Speiseröhre der Schlüssel zum Erfolg ist. Und das nächste Wichtige ist, denke ich, dass es genauso wichtig ist, das Zwerchfell. Ich glaube, dass das Zwerchfell auch einen Schlüssel zum Erfolg darstellt. Oder wie siehst du das? Ja, ganz klar, weil das Zwerchfell ist ja wie so eine Platte. Und das ist ja eine dreidimensionale Struktur, die sozusagen wie so eine Art Zwinge um die Speiseröhre herum greift. Und wenn da Lockerung, da gibt es ja auch wissenschaftliche Arbeiten, die ganz klar gesagt haben, wenn die Textur dieser Zwerchfellplatte gestört ist, dann ist dieser ganze Verschlussapparat gestört. Und da gibt es auch im Netz interessante Beiträge zu lesen. Gibt da Kollegen, die sich damit extrem auseinandergesetzt haben, die auch Tipps und Tricks da nennen in dem Bereich, gerade zum Thema Zwerchfell. Und ich glaube auch, ich bin davon überzeugt, dass man mit einem vernünftigen Zwerchfelltraining da sehr viel Positives bewirkend erreichen kann, anstelle den Patienten immer nur PPIs anzubieten. Wir haben da ja auch ein Video letztens gehabt mit alternative Behandlungskonzepte und da sind wir wieder dem Thema. Bei kleineren Befunden, wo eine Operation keinen Sinn macht, sollte man ruhig mal den Weg wählen und ein Zwerchfelltraining machen, weil das Zwerchfell, wie gesagt, ist ein entscheidender Faktor beim Erfolg Refluxbehandlung. Also ihr seht, es gibt nicht die einzige OP-Prozedur. Es gibt 100 verschiedene und wahrscheinlich deswegen auch 100 verschiedene, weil es keine optimale gibt. Wir sind auf jeden Fall für euch da. Fragt uns, wir beraten euch da gerne, welches Prinzip aus unserer Sicht für euch, wenn es zu einer OP kommen sollte, am besten geeignet ist. Und wie du es immer sagst, wir sind für euch da, wenn es brennt.